Chancen und Herausforderungen. Künstliche Intelligenz kann kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, zusätzliches Wachstum zu generieren, da hierdurch Wertschöpfungsmodelle und Prozessketten verbessert werden können. Dieses Video möchte anhand von Praxisbeispielen erläutern, welche Herausforderungen, aber auch große Chancen sich durch KI für Mittelständler und kleine Unternehmen ergeben. Herausforderung 1: Digitalisierung und Daten. Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI ist eine ausreichende Digitalisierung eines Unternehmens und Daten in guter Qualität. Dies kann schon durch einfache Maßnahmen gelingen. Beispielsweise durch den Einsatz digitaler Kassensysteme, mit deren Daten die Produktion angepasst werden kann. Durch das nachträgliche Anbringen von Sensoren an Produktionsanlagen, das sogenannte Retrofitting, oder durch das Identifizieren analoger Daten, die mit geringem Aufwand digitalisiert werden können. Herausforderung 2: Ressourcen. Der Einsatz von KI kann ein hohes Maß an Ressourcen binden. Doch der Aufwand lässt sich auf verschiedene Wege reduzieren. Hilfreich sind zahlreiche öffentlich finanzierte Förderungen im Bereich KI. KI-Erfahrungen aus kleinen, kosten- und zeitgünstigen Pilotprojekten im eigenen Unternehmen sowie die Expertise von öffentlich geförderten Projekten wie dem KI-Transfer BW und den KI-Labs Baden-Württemberg. Herausforderung 3: Mangel an KI-Know-how. Künstliche Intelligenz ist eine komplexe Materie, die sich nicht nur auf technische Fragen beschränkt, sondern auch auf Management-Ebene umfangreiche Kenntnisse voraussetzt. Um an Expertise zu gelangen, können mittelständische Unternehmen Experten direkt einstellen, ihre Mitarbeiter weiterbilden oder professionelle Berater engagieren. Dabei können sie die 19 regionalen KI-Labs sowie das Projekt KI-Transfer BW unterstützen. Der Einsatz von KI bietet aber auch zahlreiche Chancen. Chance 1: KI als Kostenkiller. Deutsche Bäckereien müssen jährlich 1,7 Millionen Tonnen nicht verkaufter Ware entsorgen. Die Unkosten sind enorm. Der Grund? Es wird zu viel produziert. Mithilfe von KI aus dem Bereich Predictive Analytics unterstützt ein norddeutsches Startup die Bäckereien dabei, die tagesaktuelle Planung zu verbessern. Vorhersagen über die Nachfrage, welche durch die Analyse externer Faktoren wie Wetter oder Verkehr gelingen, dienen als Orientierung für Einkauf, Produktion, Verkauf und Personalbedarf. Somit können neben Bäckereien beispielsweise auch Reisebüros, Metzgereien oder Modehäuser ihre Kosten senken. Chance 2: KI zur Qualitätssicherung. Um eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität von Bauteilen zu gewährleisten, entwickeln ein Mittelständler, ein Softwarehersteller und ein Forschungspartner im Rahmen eines Förderprojekts ein softwarebasiertes Tool, das dank maschinellen Lernens bereits im frühen Fertigungsprozess die finale Bauteilqualität prognostizieren kann. Durch die Analyse von Variablen aus dem Fertigungsprozess können Fehler in späteren Fertigungsschritten korrigiert werden. Chance 3: KI für ein besseres Kundenerlebnis. Um den sich stetig ändernden Vorlieben der Kunden gerecht zu werden, nutzt ein mittelständischer Fahrradhersteller eine Schnittstelle zwischen physischer und digitaler Welt. Mithilfe von Daten aus der Vermessung von Besuchern in seinen Geschäften kann der Hersteller seinen virtuellen Kunden gezielt passende Größen vorschlagen und somit das Kundenerlebnis verbessern. Wie Sie sehen, ist das Thema KI ein komplexes, aber zugleich chancenreiches Feld. Das Projekt KI-Transfer BW sowie die regionalen KI-Labs Baden-Württemberg unterstützen Sie dabei, den Überblick zu behalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wirtschaft-digital-bw.de/ki-labs.